Damit herzlich willkommen zurück, Freunde. Jetzt ist unser Freund Tucker auch wieder dabei. Hallo. Und wir wollen jetzt gerade, nachdem wir hier offscreen einiges geleistet haben, für Tucker mal hier so ein Raptor tame. Ich habe gerade keine Ahnung, wo sind denn die? Hier ist übelst Heil drin. Ich habe übrigens zwei Fallschirme gefunden, die sind auch hier drin. Zwei Parachutes. Das Lichtbuggy ist noch ein bisschen buggy, ne? Wenn du dich manchmal falsch bewegst, dann wird es auf einmal dunkel. Nee, ich hab's jetzt, wenn ich gerade nicht mehr fahre als hier ist die Leiter drin, aber wo mache ich denn den? Wo habe ich denn die Narkotiks? Ach, die sind glaube ich hier hinten in dem Schrank. Der Werkschrank. Ja, aber hier sind 66 Narkotiks drin, das reicht um locker, um was zu betäuben oder betäubt zu halten. So. Gut. Ach so, du hast die Fackel in der Hand gehabt, deswegen. Ich dachte, das ist das Licht, weil es von außen reinscheint. Ja, jetzt, es wird gerade wieder Tag. Und mir ist mega heiß. Ich habe übelst die große Flamme und. Warte mal. Wir machen mal die Dings aus, die. Brauchen wir jetzt nicht. So. Ich nehme Blue aber nicht mit. Blue kann hier bleiben. So. Also wir haben übrigens hier hinten ist noch eine kleine Tür. Die habe ich hier reingebaut. Da komme ich bloß immer nicht durch, da musst du durchcrouchen. Die ist so als Notausgang. Ja, das ist hier der Schleichweg sozusagen. Das andere ist ja das Dinosaur-Tor. Oh, Gateway. Ach, komm ich durch. Das ist so der Dings. Wir müssen uns aber. Alter, mir ist übelst heiß, was ist denn da los? Ich gehe einmal ins Wasser. Ja, ich gehe auch hier. Ich muss aufpassen, das sind übelst die Mega-Piranhas drin gewesen. Glaube ich. Ja, hinter ich bin hier beim Bauen übrigens ein paar Mal fast ertrunken. So. You're overheating, over. Ja. Wir sind einfach zu groß, Zack. Wir kommen nicht durch das Ding durch. Das hast du hingelegt. Mit C crouched, ne? So, machen wir die Tür zu. Dann gehen wir mal. Auf Jagd. Lou und die beiden Atzen bleiben hier. Bah. Geile Scheiße. Wenn wir zu zweit sind, dann können wir wahrscheinlich auch mehr töten, wenn wir hier mit den String Arrows zum Beispiel auf was Größeres schießen und so. Die Knarre ist übrigens gut, ne? Sechs Schuss hat die Knarre immer. Das Gewehr muss nach jedem Schuss nachladen. Achso, du musst die String Arrows per Hand wechseln. Das heißt jetzt, mein Bogen hat zum Beispiel gerade 56. Der hat 56 String, also du musst die Pfeile auf den Bogen runterziehen, dann wechselt er die Pfeilsorte. Ah, okay, jetzt. Das heißt, wenn man. Übrigens war auf einmal, ich war hier unterwegs und kam hier zurück, auf einmal war hier hinten ein Spinosaurus gewesen. Das war irgendwie kacke. Oder wollen wir mal zu dem Cave? Können wir machen. Also wenn wir jetzt hier gerade hochwärts gehen, in Richtung von dem Turm da ungefähr, dann kommt ein Fluss und da sind T-Rex gewesen. Wir können ja zumindest mal hingucken, dann kannst du mal einen angucken. Ich habe einen Spyglass, das kann ich dir geben, dann können wir, weißt du, kannst du spähen. Ja. Weil ich habe das Ziffernrohr, warte mal, ich gebe dir mal das Spyglass, ich habe das Ziffernrohr auf der Waffe drauf, weißt du. Deswegen kenne ich was mit meiner Pixel-Grafik. So, hier links ist ein Triceratops. Da vorne ist, ach guck mal, da vorne ist so ein Ding, so ein Dilophobus. Dings, Dino, so ein Spucker. Dem zeige ich dir mal ganz kurz, wie das funktioniert mit dem Headshot. Moment. Ich sehe ihn nicht mehr, jetzt sind ein Stein. Noch nicht, ich muss noch das Dings ausrüsten. Das. Ach, das Vieh, warte. Oh yeah. Gibt's ja auch Critical. Also ist das jetzt ein Critical gewesen oder ist das ohne Critical Hits? Das kann ich ja nicht genau sagen, aber wenn du einen Headshot machst, ist das glaube ich kritisch. Den können wir zerlegen. Aber wir brauchen vor allem Raw Meat. Ich habe jetzt da Raw Meat und 4 Halt gekriegt. Okay. Da
Triceratops, den würde ich irgendwie immer noch nicht angreifen. Ich weiß nicht wieso. Ich kann das nicht einschätzen. Doch, komm, einmal können wir es mal probieren, oder? Wir sind jetzt zu zweit. Ich sehe den nur nicht. Wo ist er denn? Ja, links. Da am Gebüsch. Wollen wir anfangen? Okay. Feuer. Oh, er ist tot. Geil! War der alleine, ja, ne? Hoffentlich. Oh, der hat aber wieder Haufen geschissen. Der das ist jetzt aber auch der Angstschiss. Hau rein. So, ich soll machen. Ja, ja, ich mach nicht. So, ich hab jetzt 9 Hide und 8 Raw Meat. Alter, das waren 4 Schuss, oder? Ja. Das ist easy, ey. Hier hinten ist noch einer. Wollen wir angreifen? Jo, kann man machen. Diesmal holt so ins Zeug, ich bin das überladen. Ja. Geil! Aufgestiegen im Level. Ich kann 200, glaube ich, tragen. Ja, ich 150. Ja. Obwohl, ich habe das, glaube ich, schon auf. Was mache ich jetzt mal? Ich kann jetzt. Jetzt kann ich 220 tragen. Also, das Herstellen von dem von der Munition ist mega teuer gewesen. Dafür braucht man Metall und Gunpowder. Und vor allem Metall ist mies. Für die Gewehre braucht ich je Gewehr 95 Metall-Ignitz, also Metall-Baum. Ich weiß gar nicht, ob man unter Wasser schießen kann. Oh, da ist Mega-Piranha. Oh, da sind 2 Mega-Piranhas. Nein, Jack, au! Ah, nein, da sind 4! Oh, schnell! Schwimm, Forest! Au! Ah! Geh nicht ins Wasser! Tu's nicht! Ihr Scheißer! Hier kackigen Scheißkacker! Boah, die sind Level 22, was ist da denn los? Einen habe ich erschossen. Boah, die stürzen sich gleich auf die Leiche von dem anderen. Ja, klein Pisser! Ich habe deinen Kopfschuss gegeben, die ist nicht tot. Wem? Ach so! Schildkröte, ah, jetzt ist er tot. Das funktioniert auch nicht bei allen. Alter, wie viele Piranhas hier in dem Fluss sind. Ah, jetzt bin ich überlastet. Ich muss jetzt nur mal irgendwas abholen. Warte, ich muss kurz hier diese alten Kacker. Ich glaube, schwer. Die Musik ist ja auch schon ein bisschen geil, ne? Alter, wie viele Piranhas sind denn hier in dem Fluss? Da braucht man eine ganze Munition. Hier sind Säcke. Aber mir leckt hier gerade alles rum. Alter. Da ist noch einer. Ey, bleib hier. Bleibst du hier. Das ist ja schnell. Das wollte er nehmen. Ab. Die müssen wir eigentlich alle abernten. Ist da noch einer? Lebt da noch einer? Wie viele sind denn in den Flüsse gewesen? Die haben die Anzahl garantiert erhöht, oder? Wahrscheinlich. Aber ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin. Ja. Ich bin überlastet. Vollkommen overload. Das kann man so sagen. Ah, jetzt haben wir genug. 19 Raw-Meat habe ich jetzt gekriegt. Na, dann lass mich den ganzen Mist tragen. Wir hätten natürlich zumindest ein Dings mitnehmen können. Blue fürs Tragen, aber na, ist egal. Wie viel Raw Meat hast du? Ich habe jetzt gerade 19 gekriegt. Ich habe jetzt. What? Ich habe 20, 19, 6. 20, 19, 6? Ja. Ich habe 3, 6. Ach so. Ich habe 25. Oh, Frame Tops hier? Ich kann nicht mehr sprinten, ne? Ach so, na, dann leg was ab, dann nehme ich was mit. Das leckt hier gerade alles. Moment, ich habe gerade ein Standbild. Ja, du läufst auch gerade weiter. Ja, ich kann nichts machen.
Wenn du sagst, wie ich dann sage, gleich irgendwo eine Klippe ist. Ein Löschgott vor uns Stein, das heißt, du kannst nicht weiterlaufen, das ist schon mal gut. Okay, das ist gut. Oh, jetzt hast du dich gerade zurückgeportet. Ne, jetzt bist du weg, was? Wo bist du hin? Doch, ich bin wieder da, wo der Plex, wo der. Achso, jetzt bist du hier hinten wieder, okay. Aber die Schildkröte, weil ich muss die Speere loswerden, die wiegen 30 bei mir. Achso, ne, die Speere. Ja, dann hau die Speere rein, ne? Werf's. Oh, jetzt leckt wieder alles. Weil es regnet. Oh, ich hab mich getroffen. Wirf einfach auf. Ich pass auf. Pass auf hinter dir ist ein Stein. Ey! Ey! Ich kratze mich ein! Noch ein Speer. Noch hier. Ab. Oh, Alter. Au, das tut weh, das macht Schaden. Ja, jetzt habe ich keine Speere mehr, das ist doch gut. Aber ich habe das PvE ausgeschaltet, deswegen verstehe ich das nicht. Voll durch deinen Zielzweck. Keratin gefunden. Alter, jetzt habe ich den Speer genau im Bild. Der fuckt jetzt genau im Bild rum, er ist genau auf Kopfhöhe. Naja. So, gehen wir mal weiter. Ey, wir haben schon fast 20 Schuss Munition verbraten. Ich habe fast 30 schon für das Dings verbraten. Also, ich. Achso, siehst du, wir haben den Raptorensattel nicht mit ihnen. Wo bist du denn? So. Der Raptorensattel liegt jetzt noch zu Hause, aber das ist schon. Den Parasaurus, den würde ich gerne tamen als Tragetier. Komm, ich kill ihn. Nein, wir können den ruhig tamen, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Da ist Megalodon im Wasser, pass auf. Ja, ich hab's halt gesehen. Hier den rechts, da ist das. Vor allem hat er im Steam. Ja, den meine ich ja, den will ich tamen, den Parasaurus. Achso, hier kann ich den langen tamen. Nee, das ist der Brontosaurus, den weiß ich nicht unbedingt. Du mit deinen Griffen hier. Mach mal den Bogen mit Betäubungsfallen bereit. Ach, scheiße, wir haben keine Bären dabei, ne? Hast du Bären dabei? Nee, ne? Nee. Scheiße, dann können wir den nicht betäuben. Das brauchen wir mal, weil dann können wir nicht. 10. Ohne Betäubungs. Ohne Bären. Weißt du, was frisst er ja nicht? Flugsaurier. Was? Flugsaurier versuchen zu tamen. Aber ich weiß nicht, was der frisst. Fleisch oder warte mal ganz kurz. Ich habe eine Liste, da steht das drin. Fleisch. Wo hab ich denn die? Ich habe so eine Liste hier, da stand drin mit dem Tamen und so. Wo ist denn die? 20.000 Tabs offen im Firefox? Dino, was auch immer. Warte mal. Achso, das sind die Dino-Dossiers. Die habe ich mir angeguckt gehabt. How to tame. Warte mal, hier ist die Liste. Und zwar ist das hier ein. Wie heißt der? Pteranodon oder so, ne? Wo steht? Ich weiß es nicht, da gibt es ja mehrere. Ja, Pteranodon. Den kann man auch reiten. Ich habe sogar den Sattel. Er braucht. Oh, hier läuft gerade irgendwas weg von irgendwas. Was? 25 Raptor, bis... Ein Raptor, rechts. Was? Oh, scheiße, mein Spiel. Der kommt. Ja, ich weiß. Au! Au! Scheiße, ich seh nix! Ah, ich seh nix mehr! Au! Au! Ich seh nix! Oh. Das war aber kein Raptor, das war nur so ein Dings, so ein... Dinophobus. So, jetzt Piranodon, ich bin jetzt wieder am Spiel. Piranodon braucht, 25 bis 50 Narcos und 2 bis 5 Dings und der frisst Fleisch. Okay, gut, Fleisch haben wir genug. Und der braucht ungefähr 1 bis 2 Stunden zum Tamen. Gut, dann lassen wir es. Ey, das ist übelst dunkel jetzt, ne? Ich muss auch mal was essen. Ah, ich will irgendwas Großes erlegen. Komm, wir gehen jetzt mal so ein Brachiosaurus irgendwie halt. Was im Grunde? Nein, jetzt sind wir nicht. Den Parasaurus, den können wir vielleicht töten, ja. Aber da musst du den Betäubungsfallbogen weglegen. Er rennt weg! Wie Sau! Oh. Ich hab ihn gekillt. Ja, achso.
Also mit so Knarren ist das schon ganz schön einfach fast, ne? Zumindest gegen solche. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Jetzt können wir hier nicht durchschwimmen. Das heißt, wir müssten außen rumlaufen, um zur Höhle zu kommen. Ich benutze meinen Bogen. Mhm. Alter, es ist für die sich hier, ne? Wer weiß, wie warm das ist. Oh, es regnet aufs Fenster. Man hört bestimmt jetzt im Hintergrund das Plätschern.